der starke König unserer Welt. Saul verfolgte David, doch ganz Israel. Doch Saul rannte. Gottes Volk wächst. Endlich geschah es. Gott hielt sein Versprechen an Abraham und gab ihm einen Sohn Isaak. Gottes Versprechen, ein neues Volk zu erschaffen, begann sich zu erfüllen. Und so konnte Gottes Versprechen an Abraham durch Isaak weitergehen. Als Isaak älter wurde, gab Gott ihm einen Sohn Jakob. Gottes Versprechen fing an, sich immer mehr zu verwirklichen. Und so breitete sich Gottes Versprechen von Abraham zu Isaak zu Jakob aus. Als Jakob älter wurde, gab Gott ihm 12 Söhne. Er nannte sie Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Asser, Naphtali, Josef und Benjamin. Gottes Versprechen fing an, sich immer mehr und mehr auszuweiten. Doch während das Volk Gottes anfing, immer mehr zu wachsen, wuchs es innerlich immer weiter auseinander. Alle Söhne Jakobs hassten ihren jüngeren Bruder Josef. Sie taten etwas sehr Böses. Sie warfen ihn in eine Grube und verkauften ihn dann als Sklaven in einen Ort, der ganz weit weg war. Ist das nicht traurig? Denkst du, dass Josef ganz allein im weit entfernten Ägypten war? Nein, er war nicht allein. Gott war mit Josef. Und Gott wollte diese schlimme Sache, die Josef geschah, für etwas Gutes gebrauchen. Gott zeigte Josef, dass es in der Zukunft für einige Jahre nicht genügend Nahrung für alle Menschen im Land geben würde. Josef glaubte Gott. Und der Pharao, der König von Ägypten, glaubte Josef. Er setzte Josef als Aufseher über sein Königreich und Josef half ihm dabei, Nahrung auf Vorrat anzusammeln. Da kam die Zeit der Hungersnot, genau wie Gott es gesagt hatte. Die Menschen kamen aus fernen Ländern, um von den Vorräten Ägyptens Getreide zu kaufen. Denn sie hatten nichts mehr zu essen und es drohte ihnen der Hungertod. Als Josefs Vater Jakob hörte, dass es in Ägypten Essen gab, sagte er seinen Söhnen, dass sie dorthin gehen und Getreide kaufen sollten. Also machten sie sich auf den Weg. Und Josef, der inzwischen ein sehr mächtiger Mann war, erkannte sie. Doch seine Brüder erkannten Josef nicht. Nach all den Jahren hatte Josef endlich mit ihnen abrechnen können. Josef hätte sie als Sklaven verkaufen können. Josef hätte sie töten können. Doch stattdessen gab Josef ihnen Essen. Josef vergab ihnen. Er sagte ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen sollten. Er sagte ihnen, dass Gott mit ihm in Ägypten gewesen war. Er erklärte ihnen, dass Gott ihn nach Ägypten vorausgeschickt hatte, damit sein Volk nicht sterben würde. Bald begann Jakobs Familie, sich in Ägypten zu vergrößern. Gott ist der starke König unserer Welt. Gott ist der starke König unserer Welt.